Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und damit zum ersten Tabaktest auf diesem Kanal. Und zwar werde ich heute den Vibe von Elektrosmog testen. Beziehungsweise von Flair der Tabak. Elektrosmog heißt ja die ganze, heißt ja die Marke, sage ich mal. Und Vibe ist der Geschmack, den ich habe. Das ist ein Cola-Geschmack, beziehungsweise so Cola-Kracher-mäßig, Cola, Cola-Limette, irgendwie sowas in die Richtung. Kurz allgemein zu diesen Tabak-Reviews. Ich habe ein paar Stichpunkte gemacht, wie ich das Ganze hier bewerten werde, beziehungsweise wie ich das in meinen zukünftigen Tabak-Reviews machen werde. Und zwar habe ich ein paar Kriterien, die ich bewerten werde, aber die Kriterien wiegen nicht alle gleich. Das heißt, ich habe zum Beispiel Design der Dose, Design und Optik, und die wertet natürlich nicht so hoch rein wie zum Beispiel der Geschmack oder die Rauchentwicklung oder die Qualität. Ist ganz klar, aber ich habe da einfach so ein bisschen so ein kleines Schema für mich vorbereitet. Zu der genauen Gewichtung bzw. zu der jeweiligen Gewichtung werde ich nichts sagen, weil es könnte einfach in zukünftigen Videos ein bisschen für Verwirrung sorgen. Deswegen lasse ich diese Prozente weg, was ich halt in meinem Kopf habe, wie ich das bewerte. Das heißt zum Beispiel Qualität wiegt ja ein bisschen mehr als Design der Dose, ist ja ganz klar. Dazu werde ich aber nichts Genaues sagen, sondern einfach für mich die Bewertung aufstellen und euch dann sozusagen nur das Endresultat geben, weil ich werde in Zukunft so viele verschiedene Tabaksorten testen, wo es dann vielleicht, wie gesagt, wo ich mal den Tabak besser finde, als ich in dem Zeitpunkt, wo ich den getestet habe, den ich noch nicht kannte, weil der neu ist und so weiter. Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber schaut euch einfach das Video an. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ja, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Kriterium, und zwar Design der Dose bzw. Optik der Dose. Ich zeige euch das Ganze hier einfach mal. Elektrosmog, also die Marke des Tabaks, steht drauf, der Name in Rot. Und da sieht man das Bild von Flair, wie er gerade Rauch auspustet. Und ja, der Rest auf der Dose ist eigentlich relativ unspektakulär. Oben haben wir natürlich noch den Hinweis, Rauchen ist tödlich, ganz klar. Und hier oben nochmal den Namen und die Sorte. Ja, die ganzen anderen Geschmäcker haben natürlich die Farbe der Sonne und die Farbe der Schrift und so weiter in der jeweiligen Geschmacksrichtung, sage ich einfach mal. Zum Beispiel, ich glaube, Eisbonbon ist blau, und jetzt Pfirsich, das ist dann orange. Also das ist ganz cool, die haben sich auf jeden Fall was dabei gedacht, wie die Dosen aussehen sollen. Die haben es relativ schlicht gehalten, finde ich, also nicht irgendwie viel Action Jackson drauf gemacht, also relativ easy. Ja, ob jetzt das Bild von Flair da drauf gemusst hätte oder nicht, das ist jetzt auch kein Front oder so, muss für mich nicht sein. Ich möchte nicht unbedingt einen Tabak haben, wo ein Gesicht drauf ist. Also hätte man auch wegmachen können, aber das ist ja natürlich sein Tabak und deswegen kann ich auch verstehen, dass er das mit seinem Gesicht repräsenten will. Deswegen auch eigentlich kein Problem so, aber ich sag mal so, ja, ich brauche da kein Gesicht auf meiner Tabakdose. Warum ich überhaupt Design und Optik in diese Bewertung reinbringe, es ist ganz klar eigentlich relativ unwichtig, wie eine Dose aussieht, aber wenn man ein kleines Regal hat oder so und die Dosen zum Beispiel sammelt und einfach die Dosen da hat, ist es doch ganz cool, wenn man eine schöne Dose hat und nicht irgendwie so eine 0815 schwarze Dose, wo einfach nur eine Schrift drauf ist. Und man kennt ja bekanntermaßen das Sprichwort, das Auge isst mit, beziehungsweise das Auge entscheidet ja auch im Endeffekt, welche Dose man eher kauft als, ja, ich würde da zum Beispiel auch lieber eine Dose mit schöneren Farben oder mit besseren Farben würde ich eher kaufen, wenn ich jetzt die Marke oder die Person oder den Geschmack nicht kenne, würde ich halt eher eine Dose kaufen, die mich mehr anspricht, als eine Dose, die mich nicht anspricht. Deswegen ist das ganz klar auch ein, ich sag mal, psychologisches Kaufargument für die meisten Leute. Deswegen spielt das für mich auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja, und zu dieser Dose muss ich halt ehrlicherweise sagen, also es ist nichts Besonderes. Es ist ja einfach die Schrift, Elektrosmog, der Name, Vibe, Rot. Rot ist eine Lieblingsfarbe von mir, deswegen habe ich auch den Geschmack genommen. Nein, ich habe halt, weil es ein Cola-Kracher-Geschmack ist, habe ich den genommen, ehrlich gesagt. Ja, im Endeffekt, die Dose ist wirklich nicht spektakulär, kriegt von mir eine 4 von 10 nur. Ja, also wirklich, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, wenigstens vielleicht irgendwie irgendwas Besonderes machen können, aber ja, 4 von 10 von mir für die Dose. Ja, kommen wir zum nächsten Kriterium, Schnitt und Feuchtigkeit des Tabaks. Ich blende euch einfach mal so eine kleine Nahaufnahme ein, wie der Tabak aussieht. Und zwar, ja, grob gesagt, ist der Tabak auch relativ, ja, mittelmäßig geschnitten. Ist jetzt nicht zu fein oder ist generell nicht sehr, sehr fein. Und ihr seht es auch, ich zeige euch das hier einfach mal, dass auch ein paar, ja, so ein langes Ästchen oder was das ist, drin ist. Das sieht man, also das kann man natürlich immer nicht beeinflussen vorher, je nachdem welche Charge man abbekommt. Wenn es eine gute Charge ist, wo weniger Ästchen drin sind, ist es halt natürlich gut, aber manchmal hat man dann auch einfach mal so ein bisschen Pech und bekommt eine Charge, wo mehr Ästchen drin sind. Ich muss sagen, das ist hier bei der Dose jetzt sehr extrem, dass da so sehr lange Stückchen drin sind und sowas. Ich muss sagen, das feiere ich jetzt nicht so krass. Feuchtigkeit so mittelmäßig, der ist nicht übermäßig feucht, aber auch nicht trocken. Erinnert mich so ein bisschen an, ja, vom Schnitt und Feuchtigkeit ein bisschen an True Passion, also die Marke, die Tabakmarke. Ich weiß nicht, ob die jetzt da produzieren, dieselbe Produktion ist oder nicht, das kann ich jetzt leider nicht sagen, soweit bin ich noch nicht drin. Und ja, wie gesagt, ansonsten mittelmäßiger Schnitt und ja, Feuchtigkeit auch
in Ordnung, ist nicht zu feucht, ist nicht zu trocken. Kommt natürlich darauf an, wie man den dann raucht. Deswegen kann man da jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Kriegt von mir eine 6,5. Finde ich, ja, ist okay. Also geht auf jeden Fall besser. Ich bin da aber auch ein bisschen pingelig, muss ich sagen. Aber ja, ist halt einfach so meine Meinung. Aber eine 6,5 ist auf jeden Fall sehr gut. Nochmal ganz grob zu der allgemeinen Bewertung. Bei mir wird es keine 10 geben, auch wenn die Bewertung von 1 bis 10 geht. Aber einfach aus dem Grund, weil wenn ich eine 10 vergebe, dann kann es nie wieder einen Tabak geben, der besser ist, theoretisch. Deswegen 9,5 oder ja, ein bisschen mehr als 9,5 ist so das Beste, was hier auf dem Kanal geben wird. Deswegen 6,5 ist schon eigentlich sehr gut. Also nicht sehr gut, aber ist gut. Eine gute Hut. Ich mache mir jetzt Kohle da drauf und dann kommen wir zum ja, Geschmack und zur Rauchentwicklung. So, die Kohle ist drauf, wie man sehen kann. Und ich habe hier eine kleine Stoppuhr gestartet, nachdem ich die Kohle draufgelegt habe. Und zwar sind wir jetzt bei 2 Minuten und 12 Sekunden. Nach einer Minute und ja, 15 Sekunden habe ich die Kohle einmal gedreht und neu positioniert. Und sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Pfeife noch nicht angefasst. Ich habe noch nicht geraucht oder so. Deswegen würde ich gleich auch den ersten Zug mit euch zusammen machen. Und dann können wir ungefähr sehen, wann der Tabak sozusagen ja, fertig ist mit Rauchen. Beziehungsweise rauchfertig ist, wenn man die Kohle drauf macht. In der Smokebox natürlich auch erwähnt. Und ja, die Pfeife ist relativ klein. Das heißt, ja, da geht es theoretisch ein bisschen schneller mit dem Anziehen. Aber ja, bei der Smokebox muss man ja nicht viel anziehen. Deswegen, dazu wird aber auch auf jeden Fall noch ein eigenes separates Video kommen. Deswegen würde ich sagen, ich nehme einfach mal den ersten Zug und dann gucken wir einfach mal, wie weit die Pfeife ist. Ja, wie ihr sehen könnt, das war der erste Zug wirklich. Ist okay, also ich habe auch auf jeden Fall schon ein bisschen Geschmack, aber ist noch nicht 100%, aber ist auf jeden Fall schon ja, sehr vernünftig. Nach 3 Minuten, ich würde sagen 3,5 bis 4 Minuten, dann ist die Pfeife auch perfekt rauchbar. Ja, wie ihr sehen könnt, genau jetzt sind wir bei 4 Minuten. Also 4 Minuten Kohle drauf lassen, dann kann man die Pfeife eigentlich schon direkt rauchen. Sehr entspannt, also es ist ja generell eigentlich eher so eine Smokebox-Geschichte, dass das so easy geht. Aber liegt natürlich auch an dem Schnitt und der Feuchtigkeit des Tabaks deswegen. Aber wie gesagt, zu solchen Themen wird auf jeden Fall alles separat nochmal einzelne Videos kommen. Ich nehme jetzt eine Kohle runter, weil sonst wird es ein bisschen zu heiß. Und ich würde sagen, ich komme direkt mal zu dem ersten wichtigen Kriterium, dem Geschmack. So, und da muss ich sagen, bin ich bis jetzt ein bisschen kritisch. Ich habe den Tabak schon einmal vor diesem Test geraucht, damit ich auch wirklich eine bisschen bessere Meinung abgeben kann. Das ist jetzt kein erster Eindruck-Test, aber so welche werden auf jeden Fall auch noch kommen. Zum Geschmack sage ich erstmal jetzt was und ganz am Ende wird es noch so ein abschließendes Gesamtfazit geben, nachdem ich die Pfeife komplett geraucht habe, wie lange konnte ich die Pfeife rauchen etc. Und ich muss zum Geschmack sagen, man schmeckt natürlich dieses Cola und dieses bisschen säuerliche, wie halt so ein Cola-Kracher ist. Übrigens zum Geruch muss ich sagen, das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Der Geruch ist abnormal geil, also der Geruch ist so nice. Der Geruch war auch einer der Argumente, wo ich direkt gesagt habe, ich kaufe den Tabak. Also der riecht wirklich richtig geil nach Cola-Kracher, also wirklich nach Cola und dieses Säuerliche. Also das ist wirklich sehr, sehr geil, das hat mich wirklich überzeugt. Im Gegenstück dazu, der Geschmack, der ist nicht so intensiv wie der Geruch, das ist meistens so. Aber ich muss sagen, man schmeckt natürlich diesen Cola, dieses Cola-Aroma schmeckt man ganz leicht raus. Wie, ich würde mal sagen, so ein bisschen wie Cola Light, also dieses Aroma erinnert mich ein bisschen an Cola Light, nicht so dieses kräftige Cola. Dieser kräftige Cola-Geschmack und dieses leicht säuerliche, ja, schmeckt halt so ein bisschen nach Limette und ich muss sagen, der Tabak erinnert mich auch ganz leicht an einen Limettentabak. Ja, tatsächlich ist das Cola Limette, aber ich muss sagen, man riecht die Limette nicht so krass raus, aber man schmeckt sie auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, vielleicht kennen ja die ein oder andere von euch Arctic Line. Ich fand, das schmeckt so ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung und natürlich halt mit so einem leichten Cola-Flavor, ist ganz cool. Ja, deswegen, also zum Geschmack sage ich, wie gesagt, am Ende was. Wie gesagt, das ist jetzt so, ich sage mal, die Anfangszeit vom Geschmack, die ich jetzt bewerten werde. Ja, von 1 bis 10 muss ich sagen, das ist sehr schwierig. Also, wenn man jetzt sagt, ich möchte einen neuen Tabak ausprobieren, der einen Cola-Geschmack hat, dann würde ich sagen, ist das für mich so, ja, wäre es, ja, so eine 7,5. Ist absolut nicht schlecht, eine 7,5, wie gesagt, ich habe es ja vorhin erwähnt. Aber ich werde am Ende des Videos nochmal was zu dem Geschmack sagen, beziehungsweise zum generellen Gesamtfazit. Und die Rauchentwicklung, wie ihr sehen könnt, ist auf jeden Fall ja, vernünftig. Also kann man nicht meckern. Ich zeige euch das nochmal. Ja, Rauchentwicklung ist wie gesagt sehr, sehr gut. Man kann nicht meckern. Ja, da kriegt der Tabak auf jeden Fall eine 8 von mir. Raucht sehr gut. Vielleicht sieht man das auf der Kamera mit den Lichtverhältnissen nicht sehr gut, aber mega nicer ja, Rauch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich rauche den Kopf jetzt erstmal zu Ende und dann werde ich zum Gesamtfazit kommen, die Rauchdauer etc. beinhaltet. Deswegen würde ich sagen, ich rauche den Kopf ganz entspannt und dann werde ich
So, der Kopf neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu und kommen wir damit zum Fazit zu dem Elektrosmog-Tabak von Flair im Wipe-Geschmack, Cola und Limette. Der Tabak lässt sich relativ entspannt rauchen und das ist es auch schon, der lässt sich entspannt rauchen. Der Geschmack ist meiner Meinung nach ein bisschen zu lasch. Nach einer guten halben Stunde war der Cola-Geschmack, der intensive, den man am Anfang hatte, relativ schnell verschwunden bzw. abgeschwächt und die Limette war noch so ganz leicht im Hintergrund zu schmecken. Also man hatte noch einen leichten Geschmack, aber jetzt nichts krasses, wo man sagen kann, ey, ich rauche eine Stunde und ich habe eine Stunde einen geilen Geschmack. Ich musste relativ früh die dritte Kohle nachlegen und dadurch, dass der Tabak halt nicht so extrem feucht ist, ist er auch relativ hitzebeständig, was ja eigentlich gar nicht so schlecht ist im Endeffekt. Aber dementsprechend ist der Geschmack irgendwie auch dafür, dass man halt mit drei Kohlen raucht, also mit relativ viel Hitze, auch gar nicht so intensiv. Also das muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht bei dem Tabak, weil wie gesagt, der Geruch war so heftig und der Anfangsgeschmack war ja in Ordnung. Und nach einer halben Stunde war der Geschmack eigentlich auch schon weg und ja, man konnte halt noch rauchen, aber es war jetzt nicht so, wo man denkt, ey, ich kann eine Stunde oder entspannt anderthalb Stunden sogar teilweise rauchen. Dadurch, dass ich mit drei Kohlen geraucht habe, war der Rauch dann zwischenzeitlich auch extrem krass. Blende ich euch einfach mal ein hier, wie ihr sehen könnt. Also der Rauch war wirklich zwischenzeitlich mega krass. Rauchentwicklung, wie gesagt, war auch sehr gut. Geschmack, wie gesagt, ein bisschen problematisch. Kann man auf jeden Fall mal so den Tabak probieren, dass man einfach mal so entspannt eine halbe oder dreiviertel Stunde einen chilligen Geschmack hat. Danach kann man den noch rauchen und das war's dann auch schon. Im Großen und Ganzen, mein Gesamteindruck vom Tabak ist jetzt nicht so spektakulär, ehrlicherweise. Ich muss auch sagen, ich werde ihn jetzt nicht mit anderen Cola-Geschmäckern vergleichen. Wenn ihr Bock auf so ein Video habt, wo ich verschiedene Cola-Geschmäcker in wirklich direkten Vergleich vergleiche, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier geht es ja eigentlich hauptsächlich nur um den Tabak Vibe, also wirklich nur um diesen Tabak, um den Geschmack. Preis-Leistungsmäßig, der Tabak kostet wie jeder Tabak auch 18 Euro, also es gibt auch Tabak, der 17 kostet, aber ich sag mal 17 oder 18 Euro, das nimmt sich jetzt nicht so viel für 200 Gramm. Deswegen preis-leistungsmäßig muss ich sagen, schneidet der Tabak bei mir jetzt nicht so gut ab, also es ist so eine, 5,5 ungefähr. Dadurch, dass man jetzt, sag ich mal, die Leistung ist ja im Endeffekt der Geschmack, die Rauchentwicklung, die Langlebigkeit im Kopf, also wie lange man den rauchen kann. Und dementsprechend ist das jetzt eher im unteren oder mittleren Bereich der Bewertung. Wie gesagt, man kann ihn auf jeden Fall mal probieren, wenn man jetzt sagt, ey, man holt sich eine Dose mit einem Kollegen zusammen oder so, teilt sich das und raucht dann einfach entspannt die Dose. Also da kann man ihn auf jeden Fall mal probieren. Aber für mich persönlich wäre es jetzt nicht, wäre es jetzt eine Dose, die ich mir jetzt gekauft habe. Und dann werde ich mir den, denke ich mal, nie wieder kaufen. Ist jetzt auch nicht böse gemeint oder so, aber es gibt einfach, es ist einfach mal eine Abwechslung, es ist was Neues, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, ey, ich muss diese Dose unbedingt in meiner, in meinem Schrank haben, wo ich jetzt regelmäßig rauchen kann. Das war jetzt aber auch nicht absolut schrecklich, wie gesagt, also das soll jetzt auch nicht so klingen. Ich bin einfach ein bisschen kritischer, was das angeht, einfach aufgrund dieser Reviews. Die sollen ja so ein bisschen den Tabak auf Herz und Nieren prüfen, sage ich einfach mal ganz grob. Vielleicht gibt es ja Leute wirklich, die den feiern, weil er einfach entspannt ist und sich entspannt rauchen lässt. Wie gesagt, das ist so vielleicht für Anfänger oder für Einsteiger, die nicht so viel rauchen, relativ gut, weil man den auch entspannt rauchen kann. Es klingt jetzt einfach mega hart, wenn ich sage, der kriegt jetzt irgendwie keine gute Bewertung, aber das ist jetzt absolut nicht irgendwie abwertend gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass er gemischt mit einem leckeren Pfirsichtabak oder mit einem Limettentabak, also ein krasserer Zitrone-Limette-Tabak, sehr, sehr geil ist. Also einfach dadurch, dass dann dieser Cola-Geschmack relativ früh nachlässt und man dann den zweiten Geschmack sozusagen noch intensiver hat. Könnte ich mir vorstellen, dass er gemischt sehr, sehr gut schmeckt. Ich werde auf jeden Fall auch mal so ein Video machen, wo ich den Tabak mit einem anderen mische und dann nochmal so ein, so ein Mini-Fazit, also nicht so ausführlich wie bei dem Test jetzt, einfach mal zeige, wie die Mischung abschneidet. Ich tue mich noch relativ schwer mit der Gesamtbewertung, weil das ja jetzt auch der erste Tabaktest ist und ihr vielleicht jetzt irgendwie einen schlechten Eindruck oder einen falschen Eindruck bekommt. Deswegen, ich gebe dem Ganzen einfach nur eine 5,5, also das ist schon nicht sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht. Also alles über 5 ist eigentlich in Ordnung, also kann man auf jeden Fall rauchen. Deswegen, nur damit ihr so einen groben Überblick bekommt. Er haut einen jetzt auch nicht vom Hocker oder so und das hat jetzt auch absolut nicht mit der Person hinter der Marke zu tun oder so. Also wirklich, wenn jetzt irgendwer jetzt denkt, das hat irgendwie damit zu tun, wirklich, ich teste einfach nur rein objektiv den Tabak. Auch wenn ich eine Person hinter der Marke feiere, kann ich ja sagen, dass mir zum Beispiel ein Produkt XY nicht gefällt. Deswegen, also das ist jetzt absolut nicht irgendwie böse gemeint. Deswegen, der Tabak eher mittelmäßig, nicht so krass, nicht so überzeugend. Ich will jetzt auch nicht so viel um den heißen Brei herumreden. Deswegen, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Das erste Tabak-Review-Video hier auf diesem Kanal. Es wird auf jeden Fall noch einiges folgen in dieser Richtung. Also wirklich so Tabaktests und so weiter. Und wie gesagt, ganz ausführliche Videos zum Kopfbau und so weiter und so fort. Wenn ihr bis zu diesem Punkt geguckt habt, hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Und ihr schaltet auch beim nächsten Video ein und lasst ein Abo und einen netten Kommentar da, falls euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und bis zum nächsten Video.